Woher ist denn das Papier? Wer hat denn diese Protokolle verfasst? Das sind CIA-Dokumente. Krass. Dieser Satz. Potentially a very damaging witness. Der Rest had to be fooled. Das ist sowas von schlimm geschrieben, oder? Das überrascht natürlich, wieso das denn das zur CIA gelangt ist. Wir hätten das auch gerne wissen, oder? Ob das wirklich einen wahren Hintergrund hat. Aber wir waren einfach nicht in der Lage, das aufzudecken. Jahrzehntelang hat die Welt gerätselt. Was hat eine kleine Zugerfirma namens Krypto AG mit ausländischen Geheimdiensten zu tun? Mit der CIA, mit der NSA, dem deutschen BND? Nun deckt ein Geheimdienstdossier eine globale Operation einer unglaublichen Dimension auf. Das Dokument heißt Minerva und stammt aus dem Archiv der CIA. Es war gleichzeitig das produktivste und längste Spionageprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist schlicht die wichtigste Spionageoperation, die jemals stattgefunden hat. Doch Mitte der 90er Jahre bringt dieser Mann die groß angelegte Spionageoperation fast zu Fall. Die Verhaftung des Schweizer Geschäftsmannes Hans Bühler in Iran belastet die Beziehung. Hans Bühler, Topverkäufer der Firma Krypto AG. 9 Monate sitzt er in einem iranischen Gefängnis. Die Bühler-Affäre schlitterte langsam von einer chaotischen persönlichen Angelegenheit in eine Gegenspionage-Katastrophe. Wir wissen, Sie sind ein Spion. Sie verkaufen den Schlüsselcode von dieser Firma. Wenn Sie jetzt nicht reden, heute Mittag, Sie können jetzt gut Mittagessen nicht mehr rein, die Augen ausblenden. Die Rundschau ist nah dran an der Affäre Bühler. Sie haben also gar nichts am Hut mit Nachrichtendiensten? Nur als Kunden natürlich. Kann aber keine Beweise liefern. Von Manipulation kann keine Rede sein? Manipulation kann nur jemand behaupten, der sehr naiv diesen Dingen gegenübersteht. Unsere Geräte sind nicht manipulierbar. Nach dem Rundschau-Interview atmen die ausländischen Geheimdienste auf. Fast wäre alles aufgeflogen. Es war knapp, sehr knapp. Die Operation läuft weiter. Die Geschichte beginnt mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Nazis sind besiegt. Die Amerikaner hatten einen wichtigen Vorteil. Sie waren den Nazis immer einen Schritt voraus, weil sie deren Kommunikation lesen konnten. Sie knackten die Chiffriergeräte. Diese verschlüsseln die getippten oder gemorsten Nachrichten, bevor sie verschickt werden, damit niemand sie abfangen und mitlesen kann. Doch nach dem Kriegsende standen die Amerikaner vor einem Problem. Vorher haben die amerikanischen Nachrichtendienste mit mathematischen Verfahren, mit guter Kryptologie viele Kommunikationen knacken können und stellten dann auf einmal fest, da gibt es ein schwedisches Genie, das macht Chiffriergeräte, die extrem schwer zu knacken sind oder gar nicht lösbar sind. Das Genie, Boris Hagelin. Die Amerikaner wollen ihn auf ihre Seite ziehen. Seine unknackbaren Chiffriergeräte sollen nicht dem Feind in die Hände geraten. Hagelin gehört zu den Experten, wenn es um sichere Kommunikation geht. Vor dem Zweiten Weltkrieg und auch noch in den 50ern war es eher eine kleine Zahl von Leuten, die diese sehr spezielle Technik verstanden. Die kannten sich alle. So kennen sich auch die Kryptologen der US-Geheimdienste und Boris Hagelin. Sie schlagen ihm einen Deal vor. Er willigt sofort ein. Die CIA überwachte den weltweiten Vertrieb von Hagelin-Maschinen, um sicherzustellen, dass die sichersten Maschinen nur an NATO-Mitgliedstaaten und andere befreundete Regierungen verkauft werden. Das ist, als ob eine kleine Gruppe eine spezielle Magie kennen würde. Und die sprechen sich ab, wie diese Magie kontrolliert werden soll. Die Magie, das ist die Kryptologie, das Herz einer Chiffriermaschine. Mit Hilfe ausgefeilter Algorithmen werden Nachrichten verschlüsselt und gehen so als Kauderwelsch durch die Kanäle.
Wer die Algorithmen kennt, besitzt die Macht. Diese Macht will Boris Hagelin den Amerikanern geben. Es gab natürlich auch einen elementaren Grund für die positive Einstellung gegenüber den Vereinigten Staaten. Der Grund nämlich, dass die Vereinigten Staaten das Hitler-Regime in die Knie gezwungen haben. 1952 zieht Boris Hagelin in die Schweiz. In der Garage dieses Hauses in Zug installiert er die erste Werkstatt seiner Firma. Er nennt sie Krypto AG. In die Schweiz kommt er nicht nur, um Steuern zu sparen. Ihn stört in Schweden noch etwas anderes, die strengeren Exportrestriktionen. Die neutrale und liberale Schweiz scheint ihm der ideale Standort für sein Business. Wenn man an heiklen Geschäften wie der Kryptographie beteiligt war, suchte man besser den Schutz eines neutralen Landes mit weniger moralischen Skrupeln. Die junge Firma wächst rasant. Die klügsten Köpfe tüfteln an neuen Geräten, schmieden ausgefeilte Algorithmen. Man verkauft in die ganze Welt. Ein Patent nach dem anderen wird angemeldet. Die Firma genießt einen exzellenten Ruf. Mitte der 60er Jahre zählt sie bereits 180 Mitarbeiter. Und in Steinhausen neben Zug wird ein großzügiger Firmensitz erstellt. Es ist für viele eine Ehre, bei der Krypto AG zu arbeiten. Das erzählt auch Bruno von A., ein Entwicklungsingenieur, der 27 Jahre Chiffriergeräte mitgestaltete. Man hat das Gefühl gehabt, die Krypto, das ist eine topmoderne Firma, technologisch an der Spitze, weltweit anerkannt als gute Chiffrierfirma. Es war die Fabrikhalle, etwa 30 Meter breit, 50 Meter lang. Wir hatten so 2,5 Meter Arbeitsplatz, wo man Messgeräte drauf tun konnte, wo man alle Pläne abstellen konnte usw. Da hatten alle zusammen das Gefühl, wir als Schweizer Firma in einem neutralen Staat, unabhängig von Grossmächten und so, man tut da für die ganze Welt etwas Schlaues. Was Bruno von A. damals nicht weiß, die meisten Chiffriergeräte, die das Werk in Steinhausen verlassen, haben eine eingebaute Hintertür. Vom Gründervater Hagelin und den Amerikanern ausgeheckt, den Mitarbeitern gegenüber verschwiegen. Die Swiss-Made Quality verkauft sich äußerst gut. Die Neutralität der Schweiz war geradezu der Garant für den wirtschaftlichen Erfolg der Krypto AG. Bald stehen in vielen Regierungsbüros, in Botschaften und Armeehauptquartieren Fernschreiber und Funkanlagen, abgesichert mit Verschlüsselungsgeräten der Krypto AG. The very air is full of information for the spies of today. Mit Aufklärungsflugzeugen und ihren riesigen Ohren fangen die Amerikaner täglich tausende geheime Botschaften aus der Luft. Alles, was über Krypto AG Geräte verschlüsselt wird, Sie können es mitlesen. 1967 übertraf das Programm die kühnsten Erwartungen seiner Erfinder. Die Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten wird immer enger. NSA und CIA mischen sich nun auch ein, wenn neue Maschinen entwickelt werden. Sie entwerfen die Algorithmen. Die Krypto AG, also Boris Hagelin, übernimmt. Ende der 60er Jahre ist Boris Hagelin schon längst im Pensionsalter. Es stellt sich die Frage, wie es weitergeht mit der Firma und dem geheimen Deal. Mit Bo Hagelin Junior gab es natürlich einen potenziellen Nachfolger, aber einen Nachfolger, der sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass er die schmutzigen Geschäfte seines Vaters nicht weiterführen würde. Bo Hagelin Junior leitet das Nord- und Südamerika-Geschäft, ist die meiste Zeit weit weg von der Firma, äußert sich aber immer wieder skeptisch. Er galt als unberechenbarer Faktor im Spiel, der, wenn er die wahren Abmachungen entdeckte, versuchen könnte, sie zu sabotieren. Schlussendlich entscheidet sich Hagelin Senior gegen seinen Sohn und für einen Verkauf. Es entsteht ein Seilziehen zwischen Nachrichtendiensten, der amerikanischen CIA, dem westdeutschen BND und dem französischen Geheimdienst. Schlussendlich passiert das, worüber die Welt bis heute spekuliert hat, was aber nie ganz ans Licht gekommen ist.
Das Geheimdienstpapier bringt endlich Klarheit. Der westdeutsche Geheimdienst BND und die CIA kaufen 1970 gemeinsam die Krypto AG. Der Verkauf wurde am 4. Juni abgeschlossen. Der Verkaufspreis belief sich auf 25 Millionen Schweizer Franken. Ab jetzt ist die Firma fest in den Händen ausländischer Geheimdienste. Gegen außen weiterhin getarnt als normale Schweizer Firma. Ein Blick ins Handelsregister zeigt, Hagelin Senior tritt 1970 sofort aus allen Ämtern zurück und seinem Sohn Bo, dem Skeptiker, wird die Prokura gestrichen. Da gab es natürlich eine verschlungene Konstruktion über eine Treuhandanstalt in Liechtenstein. Die Gewinne wurden aus Liechtenstein dann nach München transferiert, dort von BND-Mitarbeitern bar abgeholt zur Hälfte und CIA-Leuten in einer Münchner Tiefgarage wie in schlechten Filmen im Koffer ausgehändigt. Hagelin Junior, damals wohnhaft in Amerika, war scheinbar der einzige eingeweihte Gegner dieses unheimlichen CIA-BND-Deals. Aber im November 1970 kam Bo nur 5 Monate nach dem Verkauf bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Es würde nicht länger nötig sein, gegenüber dem Krypto-AG-Vorstand hinsichtlich der Besitzverhältnisse so viel Vorsicht walten zu lassen. Selbst der Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes ging davon aus, dass Bo Hagelin nicht Opfer eines Unfalls, sondern Opfer eines nachrichtendienstlichen Mordes wurde. Man erzählt sich, Hagelin Senior hätte noch viele Jahre den Tod seines Sohnes aufzuklären versucht. Erfolglos. Die Operation Minerva umschwebt bis heute ein schwer durchdringbarer Mantel des Schweigens. Er redet als erster und einziger, Bernd Schmidbauer, ehemaliger Staatsminister unter Bundeskanzler Helmut Kohl, zuständig für die Geheimdienste. Ich würde sagen, es war eine sehr gelungene Operation. Man hat Informationen bekommen, die man nur auf einem solchen Weg erhalten konnte. Es ist wichtiger denn je, an Informationen zu kommen, geheime Pläne zu kennen. Denn die Narben von 2 Kriegen sind längst nicht verheilt. Die Welt ist geteilt in Ost und West. Angst dominiert die Politik. Die Gesamtschau war wichtig, dass sie eine Übersicht hatten. Gezielt haben sie ja mit anderen Methoden gearbeitet, die Nachrichtendienste, indem sie jemand ein Mikrofon unters Auto oder ins Hemd oder was der Kuckuck was, war ja viel präziser, weil unmittelbarer. Aber um einen Überblick zu haben, da wird ein Manöver angekündigt irgendwo, ein Manöver, das wir nicht identifizieren können, bedrohlich ja oder nein, und dann sieht man den Verkehr zwischen allen und dann weiß man, was sich abspielt in der Welt. So trägt die kleine Krypto AG dazu bei, dass die ausländischen Geheimdienste im großen Stil wissen, was sich wo abspielt. In Steinhausen bricht derweil eine neue Ära an. Jetzt gehört die Firma voll und ganz der CIA und dem BND. Die neuen Besitzer bestimmen alles. Neue Kaderleute werden nun sogar in das Minerva-Geheimnis eingeführt, direkt von der CIA. So auch Sigmar, genannt Micky Grützmann. Ehefrau und Tochter erinnern sich an den Familienausflug in die USA. Sie haben damals natürlich keine Ahnung, worauf ihr Mann, ihr Vater, sich einlässt. Das war der Eintritt. Ja, das war für mich natürlich faszinierend. Noch nie geflogen. Ich auch nicht. Mit genau dem Hubschrauber durch Manhattan. Von einem Flughafen zum anderen im Hubschrauber geflogen. So ein Militärhubschrauber. Das war ein Militärhubschrauber. Und da waren wir auch 8 Tage allein in Washington und mein Mann, der war immer weg. Und er hat immer nur gesagt, ich habe geschäftliche Besprechungen. Ne? Ja. Du hast mal gesagt, glaube ich, du hast ihn irgendwie mal abgeliefert und da wären so graue Tore gewesen. Aber er hat nicht gesagt, wohin. Das war eine Straße im Wald oder Park und da war ein Tor, das war bestimmt 20, 30 Meter breit. Und da habe ich ihn abgeliefert und dann ist er gegangen. Also mit dem Wissen heute
denke ich, dass der CIA ihn darauf vorbereitet hat, was er zu tun hat in dieser Firma. Er wurde angeworben und eingeweiht, um die Krypto AG Kryptologien vor misstrauischen Kunden zu verteidigen. Micky Grützmann reist mit seinen Geschäftsleitungskollegen zu Kunden in aller Welt. Syrien, Afghanistan, Pakistan, Ägypten. Gemeinsam lügen sie die Kunden an. Ihre Geräte seien die abhörsichersten auf dem Markt. Es funktioniert. Die Krypto AG wird immer erfolgreicher. Die reine Weste von der Krypto, die ist eigentlich nie zur Frage gestellt worden. Und so prägen diese manipulierten Maschinen die Weltgeschichte mit. Wohl auch den Militärputsch in Chile. Dokumente aus dem Bundesarchiv beweisen, die Dirección de Inteligencia erwirbt Anfang der 70er Jahre bewilligt durch das Militärdepartement für eine 500.000 Franken Krypto-AG-Geräte. Seit kurzem ist eine demokratisch gewählte Regierung an der Macht, eine linke Regierung unter Salvador Allende. Er verlässt sich auf die neutralen Schweizer Verschlüsselungsgeräte, um abhörsicher zu kommunizieren. Doch die USA wollen keine sozialistische Regierung in ihrer Nähe. Mit umfangreichen Aktionen unterstützt die CIA einen Militärputsch 1973. Experten gehen davon aus, dass das Abhören der Kryptogeräte den USA wichtige Vorteile verschafft. Der Putsch gelingt. Von einem Tag auf den anderen fällt Chile in eine Diktatur. Es folgen viele Jahre gewaltsamer Herrschaft von Augusto Pinochet. Andersdenkende werden gefoltert, verschleppt, getötet. Die Informationen, die die Amerikaner und auch die Deutschen durch das Abhören der Krypto-Verschlüsselungsgeräte abfangen können, helfen den Großmächten, die Welt nach ihrem Gusto zu gestalten. Minerva beleuchtete die Krisenherde dieser Welt. Das war eine der dreistesten, skandalösesten Operationen. Mehr als 100 Länder der Welt zahlten Milliarden, um sich ihre eigenen Geheimnisse stehlen zu lassen. Eigentlich ziemlich unverfroren. Die Krypto AG spielt ihr doppeltes Spiel immer professioneller. Die neuen Technologien erlauben immer raffiniertere Hintertürchen und die Kunden vertrauen, gerade in politisch heiklen Zeiten, der Firma aus der neutralen Schweiz. Die haben eigentlich uns fast mit dem roten Teppich einmal empfangen. Es hat ihm auch, glaube ich, gefallen, weil er so viel Einsatz auf der ganzen Welt hat. Dass man gekommen ist, dass man ist demonstrieren mit Gerät, dass man ist Probleme diskutieren mit ihnen. Die alte Chiffriermaschine, versteckt im hintersten Winkel ihres Dachbodens. Malaika Hug hat sie als Andenken an ihren Vater aufbewahrt. Rudi Hug war viele Jahre für die Krypto AG als Verkäufer unterwegs. Auch er berichtete oft, wie er von Generälen und Offizieren hofiert wurde. Darunter waren auch Diktatoren wie Muammar Gaddafi in Libyen. Er hat schon erzählt, dass er denen Geräte verkauft und dass er denen die Geräte zeigen, wie die gehen. Und dass er Schulungen macht. Es waren sehr ranghohe Offiziere, es waren ranghohe Beamte und so. Also fast als VIP, wir kleinen Ingenieure, fast als VIP empfangen worden. Der Hauptkäufer war Saudi-Arabien, gefolgt von den Ländern Jugoslawien, Iran, Italien, Indonesien, Argentinien, Irak, Libyen, Jordanien und Südkorea. Jedes dieser Länder war ein wichtiges Geheimdienstziel. Für die amerikanischen Geheimdienste ist das eine unglaublich wertvolle Operation. Es trägt zu einer ganzen Reihe wichtiger Erfolge bei. Es trägt zu einem Nahostfriedensabkommen bei. Das war 1978. Der Nahostkonflikt spitzt sich zu. Israel und Ägypten bekriegen und misstrauen sich. Verhandlungen zwischen den Ländern sind zäh. Bis zum Auftritt der USA als Verhandlungsführerin. Jimmy Carter lädt den ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat und den israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin zu sich nach Camp David ein.
Hier haben Sie also Menachem Begin, Sie haben Anwar Sadat. Die hassen sich. Die wollen nicht miteinander sprechen. Also sind sie in zwei verschiedenen Zentren, zwei verschiedenen Häusern. Sie haben Delegationen, die schicken die Kommunikation hin und her. Jimmy Carter muss diese Leute zusammenbringen. Ägypten stand natürlich in der arabischen Welt nicht alleine da und musste sich bei Staaten wie Saudi-Arabien und anderen Mitgliedern der Arabischen Liga vergewissern, wie weit man in den Verhandlungen gehen darf. Und diese Vergewisserungsprozesse liefen natürlich über verschlüsselte diplomatische Kommunikation. Das bedeutet, Jimmy Carter spielt Poker und kann alle Karten sehen. Der lang ersehnte Frieden im Nahen Osten ist zum Greifen nah. Und US-Präsident Jimmy Carter, der Held. Im Minerva-Dokument steht dazu auf Seite 56: Wie wertvoll war es, 1979 während der Camp David-Verhandlungen zwischen Israel und Ägypten, Ägyptens diplomatische Korrespondenz lesen zu können? Die richtige Antwort lautet: unbezahlbar. Die USA markieren in dieser Zeit ihre Rolle als Weltpolizist immer stärker. Und viele gestehen ihnen dies auch zu. Also der Ami war toll. Wir hatten ja damals alle den Rappel, der Westen ist gut. Die Amerikaner waren ja damals noch eine überhöhte Nation. In Steinhausen glauben noch immer die meisten Mitarbeiter die Legende, dass sie hier die unknackbarsten, die sichersten Verschlüsselungsgeräte der Welt produzieren. Manchmal kommt der Direktor mit Bauplänen zu den Ingenieuren und sagt: Hier, ich habe wieder einen Plan von Gott erhalten, da er nicht verraten darf, woher die Mathematik, die Algorithmen stammen. Doch einigen Mitarbeitern wird die Sache langsam unheimlich. Mein Vater hat die Geräte zusammengebaut und hat auch wirklich gewusst, wie sie funktionieren. Die Entwicklungsingenieure der Krypto AG haben nach bestem Wissen und Gewissen versucht, unlösbare Chiffriergeräte zu bauen, sichere Algorithmen zu basteln. Ich habe ein Schema bekommen, um einen Chiffriergenerator zu bauen. Und als er dann einmal gelaufen ist und der Lochstreifen gestanzt war, ist der Direktor wieder gekommen und hat gesagt: Wunderbar, ich nehme den gerade mit. Dann habe ich mich gefragt: Ja, was macht unser Direktor mit dem Lochstreifen? Er muss so ein Gerät im Nachhinein wieder angeschaut haben und festgestellt haben, dass einfach etwas anders ist. Dort hat man schon das Gefühl gehabt, es müssten auch noch andere Leute sein, die interessiert sind, was der Chiffriergenerator macht. Das ist ihm komisch vorgekommen. Die einzige Erklärung, die er dafür hatte, ist, dass die Geräte manipuliert sind. Sie mussten eigentlich an, dass da höhere Mächte in ihre gute Technik eingegriffen hatten. Bei der Entwicklung eines innovativen Geräts für Militärs, dem MCC 314, wird die Sache noch klarer. Bei jedem Entwicklungsschritt mischen sich deutsche Stellen ein. Wöchentlich fahren in Steinhausen Mitarbeiter des deutschen Nachrichtendienstes vor, getarnt als Berater von Siemens, und verlangen Änderungen. Der Entwicklungschef schöpft Verdacht und rechnet die Pläne übers Wochenende genau durch. Da ist er einig, am Montagmorgen zu mir ins Büro gekommen. Und er sagte: Ja, jetzt habe ich herausgefunden, wo das Hintertürli ist. Doch ein Mitarbeiter, der die Hintertür kennt, den versteckten Zugang auf die hochgradige Verschlüsselung, ist nicht gern gesehen bei den wahren Besitzern der Firma, den ausländischen Geheimdiensten. Er war dem Minerva-Geheimnis auf die Spur gekommen. Und es war nicht sicher bei ihm. Der Entwicklungschef ist von einem Tag auf den anderen weg. Das ist eigentlich von heute auf morgen ist das passiert. Und man hat einfach dann das Gefühl gehabt, oh, der Mann ist zu gefährlich. Also müssen wir den weghaben. Als X entlassen wurde, hatte er ohne das Wissen der Partner beim Schweizer Justizministerium Vorwürfe gegen die Krypto AG wegen Manipulation von Geräten vorgebracht. Wenn es Bern nicht sowieso schon längst wusste, spätestens jetzt wissen es die Behörden. Sie werden über den Verdacht informiert, dass ausländische Nachrichtendienste über eine Schweizer Firma Spionage betreiben.
Wie reagieren die Schweizer Behörden darauf? Nehmen sie die Vorwürfe ernst? Sind sie gar alarmiert? Wir suchen Antworten im Bundesarchiv. In der Fischenabteilung finden wir den Beleg. Der entlassene Entwicklungschef erklärte bereits Ende der 70er Jahre den Behörden, die Geräte seien mit manipulierten Schlüsselgeneratoren versehen worden, womit die Anhördienste der BRD und USA die Möglichkeit erhielten, die Botschaft zu dechiffrieren. Die Behörden erstellen den Fall Code. Die Spur verliert sich. Mit der Hilfe der Mitarbeiter des Bundesarchivs stoßen wir auf eine einzelne mysteriöse Karteikarte. Zu finden darauf ist keine Information, aber eine Instruktion. Also ich habe hier einen Fischer, den ich bezeichnen würde als leere Fische. Und da, wo es normalerweise Ereignisse, die man die Bundesanwaltschaft beobachtet, aufgelistet sind, vielleicht dann noch mit einem Verweis auf die entsprechenden Dossiers, hat es keine Einträge, außer Fische bei K, Aktion Code. Bei Anfrage nicht erwähnen, dass Fische existiert. Hingegen Meldung an L oder K, von wem Anfrage eingegangen ist. Was die Behörden sonst zum Fall Code hatten, bleibt ein Geheimnis. Die Suche endet in einer Sackgasse. Weitere Dokumente zur Aktion Code sind verschollen. Also man muss davon ausgehen, dass die Schweizer Sicherheitsbehörden den nachrichtendienstlichen Einfluss von BND und CIA auf die Krypto AG sehr genau kannten. Die Bundespolizei wurde allerdings aktiv und ging den Anschuldigungen des entlassenen Krypto AG-Entwicklungschefs nach. Das war vor meiner Zeit, das war 1977 bis 1979. Dort hat man ein Gerät von einem Land, das angeblich manipuliert sein sollte, können ausleihen. Und der Befund war am Schluss, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass dort Manipulationen drin wären vorgenommen worden. Handfeste Beweise fehlen oder werden nicht weitergereicht. Trotzdem ist davon auszugehen, dass in Bern spätestens jetzt einzelne Personen Kenntnis von dieser Spionageoperation haben. Ich halte die Arbeit der Schweizer Dienste für sehr gut, auch in dieser Zeit. Und ich nehme an, dass sie nicht uninformiert waren. Die offizielle Schweiz will offenbar keinen Eklat, prüft aber ihre eigenen Geräte, die sich als sicher herausstellen. Laut CIA erhält die Schweiz seit Anfang nicht manipulierte Geräte ohne Hintertür, eine Art unausgesprochener Deal. Also lässt man die Krypto AG in Steinhausen weiter gewähren. Auch in der Firma verfliegt die Aufregung rasch, neue Geheimnisträger übernehmen. Die späten 70er und frühen 80er sind rauschende Geschäftsjahre. Die Krypto AG wird Weltmarktführer und den Mitarbeitern wird einiges geboten. Krypto hat gut zahlt, Bonus zahlt. Und ich mag mich an Fest erinnern, wo wir in Steinhausen waren. Dort hast du gegessen, es hat viel für Kinder gegeben. Wir waren unheimlich oft zu Festen und Essen und irgendwie. Also ihr wart viel weg. Ja. Wir hatten ein schönes Leben in dieser Krypto. Die Mitarbeiter werden umgarnt, ein firmeneigenes Fußballfeld, ein Tennisplatz entstehen, sogar ein Segelboot wird angeschafft. Das war ein Teil des Lebens, die Firma. Nicht nur für meinen Vater, sondern ich würde sagen für die ganze Familie. Es ist auch die Zeit, in der Hans Bühler angestellt wird. Der enthusiastische Weltenbummler und Funkamateur gilt als Verkaufsgenie, einer, der mit den schwierigsten Kunden umzugehen weiß, sagt auch Minerva. Bühler war einer der aufsteigenden Sterne der Krypto AG. Er liebt seinen interessanten und aufregenden Job, der ihn in die ferne Welt bringt. Allein den Iran besucht er 25 Mal für die Krypto AG. Doch die Mitarbeiter wissen nicht, welcher Gefahr sie sich aussetzen. Hans Bühler wird es später im Iran schmerzhaft erfahren. Was den Angestellten verheimlicht wird? Sie sind nicht nur für ihre Schweizer Firma unterwegs, sondern auch für ausländische Geheimdienste. Viele dieser Verkäufer sind nicht in die Operation eingeweiht. Sie wissen nicht, was sie verkaufen.
Sie werden faktisch als Agenten eingesetzt, ohne zu ahnen, dass sie Agenten sind. Er weiß, dass er quasi ein Agent ist, Micky Grützmann. Angestellt, um mit seiner Fachkompetenz die Fragen skeptischer Kunden zu überstrahlen. Doch seine Doppelrolle belastet ihn bald. Ich musste ihn immer in Zürich abholen. Und da hatte ich oft dann gemerkt, er hat eine Alkoholfahne. Also ich denke, dass er da irgendwas vielleicht betäubt hat. Die Familie sieht, wie er leidet, ohne zu wissen, warum. Die CIA stuft ihn bald als unbrauchbar für die Operation ein. A frightened man who shared a secret that he couldn't quite shoulder. Das ist ein brutaler Satz, finde ich. Micky Grützmann muss immer wieder misstrauische Kunden täuschen. Auch das damalige Jugoslawien hatte gerade für viele hunderttausend Franken Chiffriergeräte erworben, das neueste Modell. Involviert sind sogar Leute aus der Armeespitze. Dann kommt ein Anruf aus Belgrad. Der Produktspezialist soll kommen. Sie haben da ein Problem. Die Jugoslawen haben wie viele andere Staaten eigene Kryptokapazitäten entwickelt, Experten herangezogen, die sehr schnell erkannt haben, dass sie von der Krypto AG unsichere Geräte bekommen hatten. Die Schlaumeier haben es herausgefunden. Die jugoslawische Armee droht, wenn die Ingenieure keine Lösungen präsentierten, würden sie das schmutzige Geheimnis enthüllen. Das wäre ein Horrorfall gewesen. Krisensitzung der Firmenleitung. Einen Monat später reist Bruno von A. nach Belgrad mit Lösungsvorschlägen im Koffer. Er verrät ihnen, wie die Hintertür zugemacht, das Gerät sicher gemacht werden kann. Das hat man nicht mitgehört. Bis der Jugoslawienkrieg losgegangen ist. Währenddem es noch gerasselt hat und geschossen hat, kommt mal ein Geschäftsleitungsmitglied zu mir und fragt mich, wie haben ihr die Geräte ausgeliefert nach Jugoslawien? Im Hinterkopf ist natürlich sofort der Gedanke gekommen, da hat es Stellen gehabt, die probiert haben, den Schlüssel rauszuholen. Und dann ist es halt nicht mehr gelungen. Spätestens jetzt wird Bruno von A. klar, dass hier noch andere, ziemlich große Mächte ihre Finger im Spiel haben. Dass Geheimdienste versuchen, die Kommunikation der Serben während der Kriegswirren abzuhören und dies nicht geht. Eine schwere Bürde für die eingeweihten Führungskräfte wie Micky Grützmann. Er, der genau weiß, was im Hinterzimmer alles abgesprochen wird, welch abgekartetes Spiel hier eigentlich läuft. Er musste rechtfertigen, dass das ja alles in Ordnung ist. Er musste die Lüge, das war seine Aufgabe. Das konnte er nicht. Daran ist er kaputt gegangen. Inadäquat. Micky Grützmann hält dem Druck nicht stand. Er wird gefeuert. Zu Hause erzählt er lediglich, dass er die Betrügereien der Amerikaner nicht mehr aushält. Später dann hier in Stuttgart, da hat er das dann gesagt, dass die Krypto mit dem CIA und dem BND zusammenarbeitet. Belastend ist für Micky Grützmann nicht nur, dass er zum Lügen gezwungen war. Er hat wohl auch gespürt, was er tut, kann weltpolitische Auswirkungen haben. Maschinen, die er verkauft, stehen plötzlich im Zentrum von Auseinandersetzungen. Hinzu kommt, dass die Operation immer skrupelloser wird. Man verkauft die Kryptogeräte nun auch an befreundete Länder, den Vatikan, Italien, Irland, Spanien und sogar an die UNO. Ich kann feststellen, wenn es um Krieg und Frieden ging, dass bestimmte Methoden einfach notwendig waren. Die Aktion hat sicher dazu beigetragen, dass die Welt ein Stück sicherer geblieben ist und man viele Informationen hat, die auf anderen Wegen nicht beschafft werden konnten. Doch diese sogenannten beschafften Informationen stellen die Geheimdienste auch immer wieder vor moralische Dilemmas. Zum Beispiel im Fall von Argentinien. Auch das argentinische Militärregime unter General Jorge Videla ist Kunde der Schweizer Firma.
Durch die Kryptogeräte können BND und CIA aus erster Hand erfahren, wie die argentinische Militärjunta mit Regimegegnern umgeht, wie sie verschleppt, misshandelt und ermordet werden. Die Minerva-Dokumente gehen wahrscheinlich weiter als alles, was wir bisher gesehen haben, wenn es darum geht, zuzugeben, wie viel die westlichen Regierungen von diesen Gräueltaten wussten. Und es ist überraschend, dass es da nicht mehr Widerstand der Europäer und Amerikaner gab gegen diese Vorgänge in Argentinien. Woche für Woche werden Gefangene in Flugzeuge gepfercht und über dem offenen Meer lebendig hinausgeworfen. So sterben Tausende. Dem brutalen Regime fallen mehr als 30.000 Menschen zum Opfer. Seit über 40 Jahren demonstrieren die Mütter der Verschleppten und Ermordeten. Ein Protest auch gegen den Westen, der nichts unternahm, um das Morden zu stoppen. Nora Morales de Cortiñas ist von Anfang an dabei. Ihr Sohn Carlos wurde 1977 entführt. Sabía del horror, de la tortura. Die Regierungen wussten vom Horror, der Folter, den Entführungen von Babys, von schwangeren Frauen. Sie wussten das und unternahmen nichts, um die Situation zu beenden. Die Diktatur dauerte 8 bis 9 Jahre wegen der Komplizenschaft dieser Länder, die mit der Diktatur Geschäfte machten, auf ziviler, kirchlicher und ökonomischer Ebene. Ihr Sohn bleibt bis heute verschwunden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Geheimdienstler in einem schrecklichen moralischen Dilemma stecken. Handelst du, verrätst du deine Operation, dann gibt es keine Informationen mehr. Auch er ist ein Rädchen in der groß angelegten Geheimdienstoperation. So absolut ist das Rudi Hoog sicher nicht bewusst. Aber zu sehen, was auf der Welt alles geschieht, und zu wissen, dass Krypto-AG-Geräte an vielen dieser unruhigen Orte im Einsatz stehen, lässt ihm keine Ruhe. Das hat ihm dann schlussendlich, es hat mit ihm da, also es hat ihn beschäftigt und er hat sich nicht mehr wohl gefühlt, dass er etwas kann verkaufen kann, wo er weiß, dass da bewusst etwas daran gemacht worden ist, obwohl er nicht genau gewusst hat, was daran gemacht worden ist. Das war dann schlussendlich auch der Auslöser gewesen, wieso dass er der Krypto eigentlich dann den Rücken zugewendet hat. Und ich bin im Nachhinein, was alles passiert ist, Gott froh, dass er das gemacht hat. Weil ich habe gerade dann im 92, wo das mit dem Hans Bühler passiert ist, habe ich nur so gedacht, oh mein Gott, das könne mein Vater sein. Die Verhaftung des Schweizer Geschäftsmannes Hans Bühler in Iran belastet die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Islamischen Republik Iran schwer. Hans Bühler, der Starverkäufer. Er geht auf Routinebesuch zu seinem Stammkunden, dem iranischen Militär. Die Iraner, die sich politisch besonders alleine und isoliert fühlen, vertrauen seit vielen, vielen Jahren der Krypto-AG, den Geräten aus der neutralen Schweiz. Der Iran war der lukrativste Abnehmer manipulierter Kryptogeräte. Weil der Iran mit Vorliebe bei Minerva kaufte, waren die iranischen Ziele zu 80 bis 90% lesbar. Nach einer Chiffriergeräte-Präsentation wird Hans Bühler verhaftet, in ein Militärgefängnis gebracht und intensiv verhört. Vorwurf: Spionage. Für die Mitarbeiter der Krypto-AG ein Schock. Auch weil sich die Firma gegen außen wenig um Bühler zu kümmern scheint, ihn hängen lässt. Wir haben unser Augenmerk erstmals darauf gerichtet, dass Hans Bühler eine bessere Unterbringung im Iran im Gefängnis erhielt. Jetzt wird ihnen klar, dass im Grunde jeder Verkäufer der Krypto-AG eine potenzielle Geisel ist, ein potenzieller Gefangener, jemand, der gefoltert werden könnte. CIA und BND befürchten, dass die Operation auffliegt. Ihr großes gemeinsames Geheimnis Minerva ans Licht kommt. Das wäre das Ende. Was würde geschehen, wenn man Bühler in einem iranischen Gefängnis verrotten lassen würde? Wie viel wusste er über die Besitzverhältnisse der Firma? Während der ganzen Bühler-Geschichte ist mir immer durch den Kopf gegangen, zum Glück weiss der Herr Bühler
die Details von dieser Ebene nicht. Er hat keine Kenntnis von Hintertürli. Das Ungewisse. Kommt er wieder zurück? Was passiert mit ihm dort unten? Und wenn er zurückkommt, was ist er für ein Mensch nachher? Das Verhör ist so weit gegangen, bis man ihm da Pistolen an den Hals oder an die Stirn gelegt hat. Jetzt sag endlich und sonst macht es Klick. Die wollten eigentlich von Bühler das Eingeständnis, dass die Krypto AG von Nachrichtendiensten, westlichen Nachrichtendiensten, manipulierte Geräte verkauft. Und das hätte natürlich nicht nur den Iran bewegt, sondern die Iraner wussten genau, das bewegt die gesamte arabische Welt. Nach der ersten Gerichtsverhandlung kommt endlich Bewegung in den Fall. Die Iraner fordern 1 Million Dollar Kaution, damit Bühler nach Hause kann. Doch der damalige Geschäftsleiter der Krypto AG, Michael Grupe, will nicht zahlen. Während sich auch die CIA weigert, wird der BND nervös und entscheidet. Falls notwendig, würde Deutschland die gesamte 1 Million Dollar alleine zahlen. Der Bundesnachrichtendienst musste alles unternehmen, damit seine Verwicklung in die Firma nicht offenkundig wurde. Das heißt, er musste auch dieses Geld hinlegen. Und so geschieht es auch. Deutschland nimmt die 1 Million Dollar in die Hand und kauft Hans Bühler frei. Nach über 9 Monaten Haft lassen ihn die Iraner endlich gehen. Ein gezeichneter Mann kommt am Flughafen Zürich an. Ich bin in einer Zelle eingesperrt, 3 Meter auf 2 Meter. Auf einem Steinboden mit 2 Wolldecken. Während 3 Monate. Es war sehr schwer. In einem späteren Rundschaubeitrag beschreibt Hans Bühler seine traumatischen Erlebnisse im Teheraner Gefängnis. Sie sind ein Spion. Sie kommen unter dem Deckmantel von ihrer Firma, Firma Krypto, in Iran, für nachrichtendienstliche Zwecke. Sie haben ein Spionagenetz aufgebaut. Sie verkaufen den Schlüsselcode von dieser Firma. Auf die furchtbarsten Anschuldigungen. Die lügen und wir wissen, sie arbeiten noch für andere Dienste. Und dann haben wir gesagt, wenn sie jetzt nicht reden, heute Mittag, sie können jetzt gut Mittagessen nicht mehr rein, die Augen ausbrennen. Und dann werden sie singen wie ein Vogel. Und man hat mich auch neben der Folterkammer sitzen lassen, zum hören, was da ihnen vorgeht in den Vortag. Und dann bin ich dann dran gekommen. Und dann, weil noch ein Geistlicher dabei war, für mich war das wie ja, beim Ableben. Die letzten Sakramente kommen jetzt. Doch Hans Bühler entkommt dem Horror. In Steinhausen wird er feierlich willkommen geheißen. Die Krypto AG veranstaltet einen Apéro für ihren Starverkäufer. Die Geschäftsleitung, alle sind da. Doch kurze Zeit später wird Bühler entlassen. Das Vertrauensverhältnis sei gestört. Das wird sich mal vorstellen, aber es ist wahrscheinlich sehr schwer, sich vorzustellen. Sie sind 9,5 Monate im Gefängnis, wissen nicht warum. Und kommen heim und statt das Firma, ausser der Heuchler-Apéro, den man gemacht hat für den Empfang von Bühler, von der ganzen Belegschaft. Aber hintendurch ein anderes Gesicht war, fort mit dem Bühler, weg mit. Hans Bühler kann es nicht fassen, kann nicht verstehen. Seine Fragen werden dringender von Tag zu Tag. Er beginnt zu recherchieren und kommt einem Teil der Wahrheit hinter der Krypto AG auf die Spur. Bei seiner Recherche kann er auf die Unterstützung seines guten Freundes Rudi Hug zählen. Der Papi hat sich fest vorgenommen, dass er am Hans helfen will. Ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass man ihm helfen kann. Er hat Briefe geschrieben an Nationalräten, er hat Kontakt aufgenommen mit Leuten in der vermeintlichen Hoffnung, dass es irgendetwas gibt, dass man helfen kann. 1994 schreibt Journalist Rees Strehle mit Bühler ein Buch. Darin beschuldigt dieser die Krypto AG mit Geheimdiensten zu kooperieren. Diese Anschuldigungen lösen eine mediale Welle aus. Die Firma ihrerseits bemüht sich kräftig, das Bild einer unabhängigen und unbeeinflussten Firma zu wahren. Geschäftsführer Michael Grupe stellt sich in der Rundschau den heiklen Fragen und lügt dem Journalisten Garbeli direkt ins Gesicht. Die geheime Aktionärin ist die Bundesrepublik Deutschland bzw. der Bundesnachrichtendienst. Was sagen Sie dazu? Das ist natürlich völliger Unsinn. Sie haben also gar nichts am Hut mit Nachrichtendiensten? Nur als Kunden natürlich. Und von Manipulationen kann keine Rede sein? Manipulationen kann nur jemand behaupten, der sehr naiv diesen Dingen gegenübersteht. Unsere Geräte sind nicht manipulierbar.
Wie die CIA im Minerva-Dokument auf Seite 80 schreibt, ist sie stolz auf Michael Gruppes Leistung im Fernsehen. Er wies die Vorwürfe unverblümt zurück. Gruppes Auftritt war glaubwürdig und mag das Programm gerettet haben. Aufatmen bei den Hintermännern der Krypto AG. Die Gefahr scheint abgewendet. Doch Hans Bühler geht mit seinen Vorwürfen auch nach Bern. Jürg Bühler leitete damals die Ermittlungen der Bundespolizei. Der heutige Vizedirektor des Nachrichtendienstes erinnert sich. Ich denke, ja, das ist ein wichtiger Vorwurf, den man sicher mal super abklären muss. Die Bundespolizei nimmt Vorabklärungen auf, trifft rund 20 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter. Auch Bruno von A. wird in ein Café bestellt für ein Hintergrundgespräch und steht vor einem großen Dilemma. Jetzt haben wir so lange geschwiegen. Soll ich jetzt oder soll ich nicht? Wenn man von Hintertürli redet, dann hält man die Firma in die Pfanne. Wenn man nichts davon sagt, dann ist ein Bühler nicht geholfen. Die CIA beobachtet das Hin und Her in der Schweiz sehr genau und zittert, wie im Minerva-Dokument zu lesen ist. Von A was potentially a very damaging witness. Rudi Hug also produced damaging information. Oh, da drinnen sagt er ja genau, was passiert ist mit den Geräten eigentlich. Doch die Rundschau konnte mit mehreren ehemaligen Mitarbeitern sprechen. Alle berichten von einer seltsamen Stimmung bei diesen Befragungen, als ob es die Bundespolizisten nicht wirklich hätten hören wollen. Ähnlich empfand es Bruno von A., als er sich schlussendlich entschied, zu reden. Ich habe dem von der Bundespolizei gesagt, dass es ein mögliches Hintertürli gibt. Das kann ich so nicht bestätigen. Wir hatten Leute, die gesagt haben, sie hätten gehört von solchen Hintertüren, die aber die nie können beschreiben konnten. Die Tatsache war, dass uns letztlich niemand können oder wollen eine präzise Auskunft geben. Und nur gestützt auf Gerüchte und Hörensagen hat man eben keine genügenden Verdachtsmomente. Ich habe dem von der Bundespolizei gesagt, dass es ein mögliches Hintertürchen gibt. Und wenn die Bundesanwaltschaft mir garantiert, dass sie verhindern können, dass Krypto sich an mich gelangt, dann würde ich aussagen. Etliche der Krypto-AG-Mitarbeiter packen bei den Befragungen aus und scheinen auf taube Ohren zu stoßen. Auch fahren die Bundespolizisten nach Steinhausen. Die Bupo-Beamten besuchten die Fabrik und sprachen mit Gruppe und anderen. Schienen aber nicht sehr daran interessiert zu sein, in die Tiefe zu gehen. Es war eindeutig ein Proforma-Besuch. Ein paar Tage später kam die Antwort, sie können das nicht garantieren. Ich weiss nicht, wie man dort noch besser hinschauen sollen. Wenn man ein Strafverfahren hatte, dann hat man andere Mittel zur Verfügung gehabt, das ist klar. Aber man kann Strafverfahren nicht einfach aus einem schlechten Gefühl eröffnen. Für den Geheimdienstexperten gibt es mindestens einen Grund anzunehmen, dass die Schweizer Behörden gar nichts herausfinden durften. Jedenfalls nicht offiziell. Hätte die Schweizer Bundespolizei, der Schweizer Nachrichtendienst oder der Verteidigungsminister offiziell die Auffassung vertreten, die Krypto AG ist eine Tochter von BND und CIA und sie verkauft manipulierte Geräte, die Schweizer Behörden hätten das Unternehmen schließen müssen. Das wäre natürlich die absolute Kriegserklärung an CIA, BND und NSA gewesen. Das konnte sich die Schweiz überhaupt nicht leisten. Ja, ja. Irgendwann fragt die Bundespolizei nicht mehr weiter und die Bundesanwaltschaft entscheidet, es bei der Voruntersuchung zu belassen. Gut, gut. Es wird still um den Fall Krypto AG. Aus Bern hört Bruno von A. nie wieder etwas. Wahrscheinlich ist es so, dass auch die Bundesanwaltschaft das Gefühl hat, Schweigen ist Gold. Für die Schweiz scheint die Sache erledigt. Doch in Deutschland macht man sich Gedanken. Wie weiter mit dieser ultra-heiklen Operation? Bernd Schmidbauer hatte damals den Bundesnachrichtendienst unter sich. Er sagt, für sein Land stand zu viel auf dem Spiel.
Deutschland war frisch wieder vereint. Dieses neue Bild wollte man schützen. In der Abwägung des Risikos mit solchen Maßnahmen und im Aufkommen der Fairness Staaten gegenüber, anderen Staaten gegenüber, bei abnehmender Bedrohung war es eine von uns richtige Entscheidung, dass wir neue Wege gehen und dass wir über solche Operationen oder dass wir mit solchen Operationen nicht in die Zukunft gehen wollten. 1993 verkauft der Deutsche Nachrichtendienst seinen Teil der Krypto AG an die CIA. Sie ist ab jetzt alleinige Besitzerin der Firma. In Zürich muss sich Hans Bühler vor Gericht verantworten. Die Krypto AG will ihm verbieten, je wieder öffentlich Anschuldigungen zu machen. Einen Tag vor der definitiven Verhandlung einigt man sich außergerichtlich. Bühler erhält Schweigegeld. Seither hat er kaum mehr geredet. Malaika Hooks Vater hat noch lange dafür gekämpft, dass das dunkle Geheimnis der Krypto AG ans Licht kommt. Vor 4 Jahren ist er verstorben. Er ist ein extremer, wie soll ich sagen, er hat einen wahnsinnigen Gerechtigkeitssinn gehabt und es hat ihm zu schaffen gegeben, dass er dann schlussendlich nicht hat können, die Wahrheit ans Licht bringen und ja. Micky Grützmann stirbt jung. Die Kryptozeit hinterlässt ihn als gebrochenen Mann. Er erholt sich nie wieder. Seine Familie erfährt erst im Minerva-Papier, was er wohl durchlitten hat. Auch später noch. Er hat gesagt, redet nicht so viel über die Krypto. Wir werden beobachtet. Gar nichts. Wir dürfen gar nichts erzählen. Auch das Wort CIA oder so, das hätte gar nicht fallen dürfen. Das hat er wirklich gesagt. Dann haben wir gedacht, das ist ein Suffkopf, der spinnt sich da im Rausch was zusammen. Wir haben gedacht, der spinnt. Mhm. Man hat es nicht ernst genommen. Ja. Und das tut im Nachhinein, finde ich, schon auch weh. Hans Bühler, der Weltenbummler, verlässt die Schweiz nie wieder. Im Dezember 2018 stirbt auch er. Wahrscheinlich ohne jemals die ganze Wahrheit erfahren zu haben. Und der Gründervater, Boris Hagelin? Er stirbt 1983 und hinterlässt seine Memoiren in einem Safe. Sie werden in 13 Jahren öffentlich. Nun ist ihm Minerva zuvorgekommen. Kurz vor seinem Tod soll er mal gesagt haben: Ich bin der größte Spion des 20. Jahrhunderts.